Mal auf die Frage eingehen, wie viel oder wie lange Erfahrung ist bei einem IT-Consultant, wenn ich jetzt auf die einzelne Person schaue oder mir eine einzelne Person raushole, einen Freelancer engagiere, wie viele Erfahrung ist für den Freelancer da wichtig, dass der mitbringt in einer bestimmten Technologie, allgemein als Softwareentwickler überhaupt. Die Frage kommt so ein bisschen daher, weil wir kriegen auch öfter mal Anfragen, also auch gerade so aus dem öffentlichen Bereich, und da wird sehr stark versucht, anhand der Jahre an Erfahrung, die ein Entwickler hat, festzustellen, wie gut es sein können. Also da gibt es dann eben solche Checklisten, das sind ja dann wirklich bei den öffentlichen Ausschreibungen, wo dann drin steht, Muss-Kriterium, muss mindestens 5 Jahre Erfahrung in der und der Technologie haben, muss mindestens 3 Jahre Erfahrung in der und der Technologie haben, dann gilt er so als einigermaßen erfahren, ab 5 Jahren dann als Senior, ab 7 Jahren dann so als Top-Experte. Und manche von den Zuschauern, die vielleicht selber als Freelancer tätig sind, die müssen dann schon ab und zu mal schmunzeln, weil also, ganz lustig sind dann solche Anfragen, die dann irgendwie lauten, ja, Erfahrung mindestens 5 Jahre und die Technologie ist eigentlich erst seit 3 Jahren oder so am Markt verfügbar. Und ich hatte neulich irgendwo, ich glaube auf LinkedIn, einen Beitrag oder so einen kurzen Kommentar gelesen von einem, der dann meinte, also in der Technologie waren dann gefordert, ich glaube auch 5 Jahre. Und er meinte dann so, also als ich diese Technologie entwickelt habe, sprich, das war der, einen besseren konnten sie eigentlich gar nicht haben für dies, weil der es entwickelt hat, weiß am besten, wie es funktioniert. Als ich die Technologie vor 4 Jahren entwickelt habe, also da konnte dieses Kriterium von den 5 Jahren schon gar nicht greifen, weil er erst seit 4 Jahren das Ganze entwickelt hat. Ja. Seitdem habe ich das gemacht, aber ich kann leider euer Kriterium mit den 5 Jahren nicht erfüllen. Und dann ist es auch immer ganz lustig, wenn das dann wirklich so ein Must-Have-Kriterium ist und wenn man dann schon ungefähr weiß, wie der Prozess abläuft, dass dann alle, die eben diese 5 Jahre nicht erfüllen können, automatisch rausgeixt werden und aus dem Bewerbungsprozess rausfallen. Naja, also dann ist es so ein Ding, wo man oft gar nicht mal versucht, irgendwie mit reinzukommen in den Bewerbungsprozess, weil man dann anhand von diesen Mechanismen ja schon irgendwo weiß, dass da wahrscheinlich nicht anhand von Qualifikationen oder anhand von Wissen und Können entschieden wird, sondern rein anhand von so mathematisch berechenbaren Kriterien. Man findet es halt oft in größeren Organisationen und im öffentlichen Bereich, weil da halt versucht wird, eine möglichst objektive Abschätzung über das Können eines externen Dienstleisters halt zu schaffen. Da will einfach keiner eine Entscheidung treffen, die nicht auf Fakten fundiert ist. Also auch, wie gesagt, wieder gerade im öffentlichen Bereich muss das ja dann auch alles in diesen öffentlichen Ausschreibungen objektiven Kriterien genügen. Es hilft aber im Endeffekt in der Sache nach unserer Einschätzung einfach nicht weiter. Da gibt es viele Softwareentwickler, die sich da auch als Freelancer wirklich drüber aufregen, dass da einfach nicht die Qualität zählt, sondern wirklich nur irgendwelche Formeln, anhand derer man dann die einzelnen Berater bewertet. Wenn ihr also in einer Organisation seid, die auch nach diesem Modus arbeitet und dann vielleicht auf der anderen Seite auch einen Fachkräftemangel beklagt, dann sollte man vielleicht mal hinterfragen, ob dieser Modus der Bewertung der einzelnen Bewerber so sinnvoll ist. Ich möchte es mal bezweifeln. Auf der anderen Seite natürlich sollte ein Consultant schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Also diese ganz Jungen, da hat man dann oft auch dieses Problem eben, oder jung im Sinne von jung in der Tätigkeit, also auch irgendwie Quereinsteiger, die sich neu mit dem Thema auseinandersetzen und Ähnliches, die jetzt halt noch nicht so die langjährige Erfahrung haben. Da trifft man noch öfter auf diesen Dunning-Kruger-Effekt, also sprich, dass jemand mit wenig Wissen das eigene Wissen stark überschätzt, als jemand, der mehr Wissen hat und dann schon so ungefähr weiß, was er in dem jeweiligen Bereich kann oder er nicht kann. Sprich, auf der einen Seite haben wir eben bei den ganz Jungen bei den ganz neuen Entwicklern eben das Problematik, dass es da schwer abzuschätzen ist. Wenn ich jetzt nicht fachlich da drin bin, wenn ich den frage, bist du gut, dann wird er sagen, ja, ich bin super, ich kenne mich da 1A aus und habe dieses und jenes schon gemacht, weil er einfach noch nicht den Horizont hat, um zu sehen, was da vielleicht noch alles an Wissen dazu gehört, während jemand, der schon erfahrener ist, besser abschätzen kann, in welchen Bereichen er da Stärken und Schwächen hat. Also
das ist dann wieder das andere Extrem, praktisch am unteren Ende. Die Frage ist halt, wie hoch muss ich an dieses obere Ende eben gehen? Also wie viele Jahre Erfahrung sind da sinnvoll? Und da ist eben meine, so sehr darauf ankommt, wie viel Erfahrung in der spezifischen Technologie gemacht worden ist, sondern eher generell, wie viel Erfahrung, sagen wir, als Softwareentwickler gemacht worden ist. Also wenn ich jetzt jemanden suche für einen C-Sharp-Job und der hat aber schon zwei, drei Jahre C-Sharp-Erfahrung und viele Jahre Java-Erfahrung als Beispiel, weil die Technologien sich halt doch recht ähneln, viel in der Hinsicht und die Konzepte vor allem sehr, sehr ähnlich sind, dann würde ich dem vielleicht eher was anvertrauen, obwohl jetzt, sagen wir, nur zwei Jahre C-Sharp-Erfahrung hat, als jemanden, der halt insgesamt erst drei Jahre Entwicklungserfahrung hat, obwohl der dann vielleicht nominell tatsächlich drei Jahre in C-Sharp hat, aber dann halt diese jahrelange Entwicklungserfahrung generell nicht. Wobei, da muss man halt auch wieder aufpassen, denn die Jahre an Erfahrung machen es halt auch nicht aus. Also es kann auch sein, dass jemand wirklich mehrere Jahre in der Informatik ist und sich da aber nicht wirklich weiterentwickelt und obwohl er jetzt irgendwie 7 Jahre mit derselben Sprache arbeitet, da immer noch an der Oberfläche kratzt und gar nicht mal so sehr die Konzepte irgendwie verinnerlicht hat. Also das habe ich auch schon in großen Konzernen gesehen, wo man sich gedacht hat, okay, also da waren die Jahre einfach nicht korreliert mit dem, was an Code rausgekommen ist. Was vielleicht ein gewisser Indikator ist, wie breit derjenige aufgestellt ist, beziehungsweise in wie vielen Feldern derjenige schon unterwegs war. Weil, was bei den ganzen Programmiersprachen, wenn ich eine neue Sprache lerne, immer so ein bisschen die Kern ist die Konzepte zu verstehen. Und also da als ein Beispiel, als in Java die Lambda-Funktionen eingeführt worden sind. Da war ich auch mal auf so einer Präsentation und habe mir das angeschaut und ich kannte die eben schon, weil die also Lambda-Funktionen gibt es in Python und in JavaScript in der Form auch. Und ich kannte die schon und da war das für mich eigentlich, ja gut, die Syntax ist eine andere, also die nutzen halt einen Einfachpfeil statt einen Doppelpfeil, wie es JavaScript macht. Aber ansonsten, das Konzept kannte ich schon und man konnte es auch eigentlich so ein bisschen aus den anonymen Klassen ableiten, wie das Ganze funktioniert. Aber für viele, die eben vorher nur in Java unterwegs waren, war dieses Lambda-Konzept doch relativ neu. Und da gab es dann in dem ganzen Vortrag dann auch so ein paar Rückfragen, wie das genau funktioniert und wozu das gut ist und so weiter. Und ich denke mal, das ist so ein wichtiger Punkt, wenn man in der Informatik unterwegs ist. Sehr vieles, was einem als neu verkauft wird, ist eh wieder nur aus einer anderen Richtung mehrere Sachen zusammengeworfen, ein neues Ding einmal umgerührt und dann kommt tatsächlich auch was Besseres raus. Also wenn man sich anschaut, die Evolution, die jetzt zum Beispiel JavaScript oder TypeScript über die letzten Jahre oder Jahrzehnte halt durchgemacht hat, haben sich ja auch viel links und rechts bei anderen Sprachen bedient und da gute Ideen aufgegriffen und damit halt wieder eine neue, bessere Sprache geschaffen, aber die Konzepte waren zum allergrößten Teil dann nicht neu, die gab es schon irgendwo anders. Und wenn man sich eben einen Consultant anschaut, der schon viele verschiedene Sachen gemacht hat, vielleicht ein so ein Schwerpunktthema hat, aber trotzdem noch in sehr vielen anderen Themen unterwegs war, dann ist das, denke ich mal, eher ein Indikator dafür, dass derjenige vielleicht da mehr Wissen reinbringen kann, weil er mehr die Grundkonzepte den Blick drauf hat, als jetzt jemand, der nur in einer Sprache unterwegs ist. Also das Schöne ist, wenn man da in mehreren Sprachen auch unterwegs ist auf der anderen Seite, also nicht nur, dass man sich in dem Neuen dann schneller besser auskennt, sondern man versteht auch, was eigentlich die Kernideen sind. Das ist wie wenn man ein Buch liest im Studium von einem Professor, dann ist es erstmal wahrscheinlich ein bisschen viel und tut sich schwer, das irgendwie auseinanderzusortieren. Wenn man dann ein Buch von einem anderen Professor zum gleichen Thema liest, dann erkennt man plötzlich, die Sachen, die in beiden gleich sind, sind anscheinend die wichtigen Sachen und die Sachen, die in beiden unterschiedlich sind, sind dann oft die Sachen, die halt wirklich so der Flavor von dem jeweiligen Professor dann sind. Und ähnlich, so ein bisschen ähnlich kam mir das dann in den Programmiersprachen auch vor. Die Sachen, die gleich sind, das sind dann die wichtigen Kerne und die Sachen, die dann so ein bisschen unterschiedlich sind, das ist dann eher so der syntaktische Zucker. Und damit hat man dann eine bessere Übersicht über die eigentlichen Funktionen der Programmiersprache und der Technologien. Also es geht jetzt, ich bin jetzt ein bisschen mehr auf Programmiersprachen eingegangen, aber wenn man jetzt sich zum Beispiel die Cloud-Technologien anschaut, dann trifft es ja ebenso zu.
Und darum ist es für mich immer wichtig, auch wenn ich jetzt mit einem Bewerber im Gespräch bin, selbst wenn er ein gewisses Fokusthema hat, also sei es ein Java-Entwickler, ein Frontend-Entwickler, wie auch immer, dass der immer so ein Stück weit über den Tellerrand schaut und sich da möglichst viel auch von anderen Konzepten anzieht, weil die Leute sind dann auch die, die praktisch, wenn es darauf ankommt, sagen können, wie es denn woanders auch gemacht wird. Und auch wenn es dann ein neues Feature eingeführt wird oder neue Technologie kommt, die schnell adaptieren können, weil sie es halt auch einfach schon gewohnt sind, aus den Sachen, die da neu aufgesetzt werden, das raus zu extrahieren, was für sie jeweils wichtig ist und damit einfach schneller sind im Absorbieren von den neuen Funktionen und das dann auch schneller auf die Straße bringen können, die PS. Das heißt also, selbst wenn derjenige dann nicht so wahnsinnig viele Jahre Erfahrung hat, solange der aus unterschiedlichen Bereichen dann die Erfahrung zusammenbringt, um eben die Aufgabe zu bewerkstelligen, ist es oft mehr wert als jetzt die reine Zahl an Jahren Erfahrung, die da jemand anders vielleicht vorweisen kann. Und das ist einfach auch ein Punkt, wo man vielleicht, wenn man, wie gesagt, so Fachkräftemangel bekämpfen möchte, sich da einen gewissen Vorteil verschaffen kann, dass man eben sagt, okay, wir versuchen ein bisschen mehr zu durchleuchten, welche Consultants wir uns da reinholen. Weil wenn wir 3 Leute haben, die 20% mehr liefern als, oder 25% mehr, 30% mehr als ein anderer Consultant, der vielleicht gut ist, aber eben nicht so heraussticht, dann kann ich mir vielleicht den 4. Consultant schon einsparen irgendwann. Und auf die Art und Weise vielleicht den Fachkräftemangel damit ein bisschen abdämpfen, dass ich nicht vielleicht so viele Leute brauche und mit den wenigeren Leuten die gleiche Arbeit geschaffen bekomme.